Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Video. Es kann sein, dass ab und zu mein Handy klingelt. Aber ich musste diesmal leider den Ton anlassen, weil der Kleinen ging es heute früh nicht so gut. Und falls der Kindergarten anruft, dass ich da gleich reagieren kann und sie natürlich abholen kann, logischerweise. So, Frauchen hat gerade Bescheid gesagt. Die Bestellung ist gekommen. So wie jedes Jahr. Der Winter kommt, die Klamotten gehen und die Kleine hat einen Schuss gemacht, so wie im Sommer auch und im Frühling und im Herbst. Ja, hat sie jetzt so einen Schuss gemacht, dass wieder neue Klamotten her müssen. Und die will ich euch mal zeigen. Frauchen hat bei Temu bestellt. Ich mache euch auch einen Link unten in die Videobeschreibung zu Temu. Und einen Rabattcode. Mal gucken, was ich für euch da machen kann, was gerade für eine Aktion ist. 20% Rabatt, 100 € Gutschein oder was weiß ich. Die haben ja immer wieder wechselnde Rabattaktionen, die ich verlinken kann. Wir waren auch bei Teddy, bei Family, oh, nee, Family nicht, doch Family auch und Kick. Teilweise nicht das gefunden, was die Kleine wollte. Die Kleine hat alle Klamotten selber ausgesucht. Also sie hat selber ausgewählt. Und so eine Sache haben wir bei uns halt hier vor Ort oder im näheren Umkreis nicht gesehen. Ich musste die jetzt auch in dieser Tüte lassen, weil da ist ein Adressaufkleber drauf. Und Frauchen will ja nicht, dass man ihre Adresse sieht. Logischerweise. Ich fange aber erstmal hier mit dem an. Strumpfhosen. Stretch. Also hier. Ich zeige euch mal nur die schwarze Strumpfhose, weil da ist bei den anderen auch so eine kleine Blume dran. Ich hoffe, die kann man erkennen. Ja. Auf der anderen Seite nicht. Ist ein Fünferpack. Ich habe keine Ahnung, was Frauchen bezahlt hat. Und da sind dann halt noch weiß, grau, braun, also so ein helles Braun und rosa. Was aber nicht rosa, so eher so ein Dunkel, so eher so ein dreckiges Rosa ist. Ich habe keine Ahnung von Farben. Ja. Also für mich ist es eher so ein verblasstes, dreckiges Rosa, so ein bisschen. Braun ist so ein hellbraun, fast ja, so ein bisschen Kaffee, nein, nicht Kaffeebraun nicht, eher so Latte Macchiato braun. Also so mit Braun mit Weiß. Und Grau ist Grau und Weiß ist Weiß. Logischerweise. So. Dann packen wir hier mal ein paar aus. Mach mal die, oder ich mache einfach mal alle hier auf den Stapel. Und die ich dann gezeigt habe, so wie die Socken, mache ich dann wieder in die Tüte, dass ich das dann hochbringen kann. So, die sind alle Größe 8 bis 9, weil unsere ist ziemlich groß. Sie ist jetzt erst 5, die wird im Dezember 6, aber sie ist ziemlich groß. Einige Sachen sind ihr auch noch zu groß, obwohl es die richtige Größe sind, und einige Sachen wirken etwas klein, obwohl es die richtige Größe ist. Müssen wir gucken. So, das hat sie sich ausgewählt. Ja, sie wollte unbedingt noch welche haben. Mit unten so ein Tütü, weil ihr ist es kaputt und zu klein ist jetzt hier dafür. Hat sie schon habe ich glaube auch mal schon mal im Video gezeigt, so ein weinrotes. Und das ist dann halt auch so ein Gardinenstoff mit Muster, also mit so goldenen Herzen dran. Einhorn mit Pailletten, keine Wendepailletten. Und hier oben dann auch nochmal so Gardinenstoff mit Gold. So. Ganz schick, finde ich. Hat sie gut ausgesucht. So, das haben wir noch mal in hellblau, türkis, hellblau, grünlich. Ich habe keine Ahnung. Ihr seht die Farben ja. Ja, und auch damit. Ja, mit so einem Röckchen halt, also hier mit Gardinenstoff und darunter. Den halt Stoff, logischerweise, dass man nicht runtergucken kann.
Und natürlich wird auch eine Strumpfhose drunter gezogen. So, dann, ich mache mal noch mal eins mit Gardinenstoff, dann kann ich die nämlich schon mal wegpacken. Dann haben wir hier noch so eins mit einem Schmetterflink. Und unten dann so ein etwas anderes Tütü, das ist so doppellagig, sieht eher so wie so ein Feechen, wie so ein Feenrock aus, wie von der Fee. Ich weiß nicht, wie die Serie heißt, habe ich mit der Kleine geguckt, da haben die Feen so was, so Doppelröcke, so leicht durchsichtig, so. Ja, ihr wisst, was ich meine, so haben sie halt an. So, dann haben wir nochmal mit Gardinenstoff, aber diesmal Schneeflocken drauf, also da ist vorne eine Schneeflocke drauf. Auch keine Wendepailletten. Und hier unten, hoppala, sieht man das? Sind auch Schneeflocken und auch darunter natürlich nochmal richtig Stoff. Und wie gesagt, hat die Kleine alle selber ausgewählt. Und deswegen die mit dem Gardinenstoff, die hat sie sich so sehr gewünscht. Dann haben wir hier noch was Dickeres. Da fand sie die Katzen so süß. Sie hat ja selber jetzt auch Katzen. Ja? Grün. Das ist auch ein etwas längeres. Das fällt sehr groß aus. Dann haben wir. Sowas hat sie auch schon mal. Auch mit Regenbogen. Aber hier sind Schmetterlinge und Blumen. Und bei ihr kommt so ein Einhorn aus der Tasche. Also hat sie in zwei Farben. Einmal in Blau und einmal in Rosa. Und jetzt hat sie sich für ein Liederkleid entschieden. Auch mit Regenbogen an der Seite, an die Ärmel. Und dann halt lauter Blumen und Schmetterflinke. Ich mach noch. Nee, das hebe ich. Ich habe noch. Das hebe ich zum Schluss auf. Eins hebe ich noch zum Schluss auf. Dann haben wir nochmal hier so mit. Ärmelchen, da ist dann halt keine Taschen, Schmetterling drauf und ein Hase mit, also hier unten ist ein Hase mit so einer Pusteblume und hier oben ist nochmal ein Schmetterling, bunte Ärmelchen, keine Tasche, in Rosa. So. Ja, das kommt. Ich gucke erstmal noch nach den normalen. Oder relativ normalen. Hier. Nee. Ja, dann kommen wir. Jetzt haben wir jetzt nur noch so was. Fangen wir mal harmlos an. So. Ein Kleidchen. Das ist wirklich ein bisschen klein. Wirkt es jedenfalls so. Wir werden nachher noch Anproben machen und das, was nicht passt, werden wir bei Temu vermerken und zurückschicken. Aber ich denke mal, das wird das Einzige sein, was nicht so wirklich passt, weil das sehr klein aussieht. Mit lauter kleinen Einhörnern drauf. So. Dann, meine Tochter steht auf Pferde und auf Einhörner. Allgemein auf Tiere, aber Einhörner. Ja. Ja, das ist wieder normal. Schwarz mit so einer Galaxie in Form von einem Einhorn. So. Dann nochmal einen Regenbogen oder relativen Regenbogen mit einem Einhorn unten. Ja. So, dann nehmen wir das hier als nächstes, genau. So, das ist dann nochmal Einhorn, aber gleich vorne drauf in groß. Ja, und es geht dann halt bis darunter. Ja. Und dann haben wir noch ein
anderes Einhorn mit Rosen. Und auch wieder hier so Puschel an der Arme hier dran. Darauf steht sie auch total. So. Ist halt die Tochter ihrer Mutter. Und da dann auch. Ich hoffe, ihr könnt da erkennen. Das ist auch ein Einhorn. So. Und dann haben wir noch eins. Das habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben. Weil das finde ich total goldig. Aber wirklich goldig. Ich zeige euch erstmal die Rückseite. So. Das ist die Rückseite. Ja, gestreift. Ja, schwarz, gelb, gestreift. Das ist vorne. Mit Bienen drauf. Hier oben ist auch eine Biene. Und sieht aus wie so eine Latzhose, was sie anhat. Oder Latzrock. Voll süß. Das finde ich richtig knuffig. So. Das war doch, was Frauchen bestellt hat. Da kann der Winter jetzt erstmal oder der Herbst weiterhin kommen. Oder wir sind ja im Herbst drin. Weil es wird ja rapide kälter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, ich mache euch einen Link zu Temu in die Videobeschreibung. Mit einem Rabattcode. Ich weiß aber gerade nicht, was ich gerade auswählen kann. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir bei Temu bestellen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.